Ja, wir haben uns im Workshop im Wesentlichen darüber ausgetauscht, dass einige Unternehmungen schon tatsächlich Erfahrungen gemacht haben im Öffentlichkeitsarbeitsbereich Social Media. Haben festgestellt, dass viele, viele Journalisten sich durchaus beeinflussen lassen von öffentlichen Diskussionen, die man ja selber initiieren kann, wenn man im Social-Media-Bereich aktiv ist, als Messeunternehmen möglichst mit originellen Ideen, mit originellen Kampagnen, über die dann schon eine große Community spricht und über die dann auch natürlich Medien gerne berichten. Das ist etwas anderes, als wenn wir sozusagen eine nüchterne Pressemitteilung irgendwo hinschicken und die dann entsprechend versuchen, in den Medien unterzubringen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass wir eben auch eigene Pressemitteilungen im Social-Media-Bereich in verschiedenen Presseportalen positionieren können und die dann durch entsprechende Keywords natürlich in Rankings nach oben geraten können, sodass wir da eben die Gelegenheit haben, auch eigene Positionierungen sehr viel direkter vorzunehmen, als das bisher der Fall war. Sie sollten es aktiv nutzen. Sie können da auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden, die sich an der Öffentlichkeitsarbeit direkt im Grunde beteiligen können. Das ist ja so der trendiger Bereich, der da zurzeit ansteht, sodass Sie da also die Gelegenheit haben, jederzeit auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Trendprodukt Social Media zu beteiligen. Sie können sich identifizieren mit Ihrem Unternehmen, mit Ihren Produkten, mit Ihrem Angebot und da entsprechend auch eigenen Öffentlichkeitsdruck aufbauen. Also von daher Go for Social Media auch im PR- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich.